So, wie lange lebe ich? Ach, habe ich mir schon gedacht. Hey, Papa. Hey, Sohn, ich muss los, ich bin zu spät zur Arbeit. Vielleicht interessiert dich das gar nicht, aber ich habe heute Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch, hab einen schönen Tag. Hey, du Vollidiot. Wow, seid ihr witzig. Du kleiner Freak. Noch 6 Stunden, dann ist alles vorbei. Leute, schaut, der Freak macht Selbstgespräche. Ich kann's kaum abwarten. Klasse, aufpassen, sagt alle einmal Hallo zu unserer neuen Schülerin Jule. Hey, kann ich mich vielleicht hinsetzen? Ja, kannst du. Vertrau mir, du willst dich da gar nicht hinsetzen. Der Typ ist ein Freak. Also, ich setz mich dahin, wo ich will, du Idiot. Hey, mein Name ist Jule. Wie lautet denn dein Name eigentlich? Mein Name ist Bruder Yu. Warum ändert sich diese Anzeige hier? Gerade eben hat's noch gesagt, noch 2 Stunden. Es hat sich nichts geändert, außer dass ich Jule kennengelernt habe. Okay, gleich ist es soweit. Noch 8 Stunden und dann war's das. Hey, du kleiner Freak. Was willst du? Ich wollte dich nur erinnern, dass du ein verdammter Idiot bist, du Loser. Dankeschön. Hey, du kannst nicht mit Bruder Yu reden. Auf gar keinen Fall redest du noch einmal so mit Bruder Yu. Hey, Bruder Yu, wie geht's dir? Hey, Jule. Wieso hast du dich da motiviert denn so sehr? Er ist schon seit dem Kindergarten so zu mir. Ohne Grund, ich weiß nicht. Es tut mir leid, dass du damit leben musst. Das ist ja so schrecklich, Bruder Yu. Alles gut, okay, ist okay. Aber egal, willst du neben mir beim Essen sitzen? Meinst du das ernst? Ja, aber natürlich, ich muss jetzt zur Klasse. Ich gebe jetzt dir meine Nummer und dann sehen wir uns später. Dann sehen wir uns beim Essen. Warum ändert sich jedes Mal die Anzeige, jedes Mal, wenn ich mit Jule rede? Ach, scheiß drauf. Hey, Bruder Yu, hier drüben. Kommen Sie sich neben mich. Hey, Jule. Das Essen hier schmeckt so gar nicht. Ja, ich weiß, das Essen hier ist richtig ekelhaft. So, was machst du heute nach der Schule? Also eigentlich nichts Wichtiges zurzeit. Warum? Ich wollte fragen, ob du nicht später Lust hast, mit mir später ein bisschen abzuhängen. Wäre das was? Das hört sich wirklich gut an, aber lass uns das lieber verschieben auf einen anderen Tag. Ist besser. Ja, alles klar. Okay, ich muss jetzt zum Unterricht, aber wir sehen uns morgen, okay? Ja, ich sehe dich morgen. Auf Wiedersehen, Bruder Yu. Bye, Jule. Okay, die Zeit ist fast abgelaufen. Aber wer ruft mich gerade an? Das ist Jule. Hey, Jule, was geht? Hey, Bruder Yu, ich brauche deine Hilfe. Kannst du vorbeikommen? Muss das jetzt sein? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Das ist sowas wie ein Notfall. Ich brauche dich. Ja, okay, ich komme vorbei. Hey, Jule, was ist das Problem? Ja, die Sache ist, ich verstehe die Hausaufgaben nicht. Und das war der Notfall? Ja, ich verstehe das nicht. Kannst du mir bitte helfen? Ja, okay. Und wenn du jetzt die Wurzel teilst und das mal 7 multiplizierst und durch die Quadratwurzel durch 3 teilst, hast du die Antwort 6 raus. Ah. Warum guckst du mich so komisch an? Sei still und küss mich einfach, Bruder Yu. Willst du mich verarschen? Mein Handy klingelt. Alles klar, auf Wiedersehen. Juli, ich muss weg. Das Essen ist zu Hause fertig. Okay, aber willst du zusammen abhängen am Samstag? Am Samstag? Ja, gerne. Das ist das erste Mal, dass ich dich lächeln sehe. Das mag ich. Wir sehen uns, Jule. Okay, morgen ist der letzte Tag, bevor ich gehe. Und jetzt habe ich noch ein letztes Date mit Jule. Hey, Papa. Papa? Ja, was willst du? Papa, rate mal was. Sag schon, ich muss gleich arbeiten. Ich gehe morgen auf ein Date mit einem Mädchen namens Jule. Ah, cool. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Hey, du Freak. Was willst du, Jamo? Wo ist deine Freundin Jule? Ihr seid doch immer zusammen. Sie ist nicht meine Freundin. Nun ja, offensichtlich würde sie niemanden wie dich mögen. Was meinst du damit? Der einzige Grund, warum dieses Mädchen nett zu dir ist, ist, weil sie sich schlecht fühlt, weil du ein verdammter Verlierer bist. Meinst du das ernst? Ja, ich meine das ernst. Ich muss gehen. Hey, Bruder Yu. Hey, Jule, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Hey, ich dachte, wir hätten morgen was geplant. Was ist passiert? Ja klar, hängen wir zusammen morgen ab. Wie sollen wir morgen zusammen abhängen, wenn du dich in 2 Stunden selbst umbringen willst? Woher weißt du das?